Sie war Kaiserin Maria Theresia. Sie war Putzfrau, Politikerin, Prostituierte, Mutter, Kinder hunderter wahrscheinlich, abgelegte Männer, auch einige, Söhne, die Ärzte sind. Sie hatte das Leben als Magd, genauso wie das Leben als Herrscherin. An der Schauspielschule war ihr wunderbarer Dialekt ein Stigma. Später wurde er zum Schlüssel für viele Rollen. Sie hat ihr Leben jetzt zusammengefasst, das als Mensch, Schauspielerin, Ehefrau und Schwester. Und alles ist eine Frage der Einstellung. Meint mein Leben zwischen Berg und Tal. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ihnen, Monika Baumgartner. Der Titel spielt natürlich auf den Bergdoktor an, Berg und Tal, aber auch auf das, wie Ihr Leben sich entwickelt hat. Ja. Sprechen wir später noch drüber. Sie haben so viele verschiedene Frauen verkörpert. Welche war Ihre Lieblingsrolle und warum? Also ehrlich gesagt, meine Lieblingsrolle ist nach wie vor Rumpelhanni. Vor 40 Jahren haben wir das gedreht, weil es auch damit zu tun hat, dass ich einfach den Mut besessen habe, damals zum Rainer Wolfer zu gehen, bei ihm zu klingeln, nachdem ich ihn gekannt habe und erfahren habe im Krankenhaus, dass ich bin damals mit meinen Schmerzen immer im Krankenhaus gelegen und dass dieses Buch, das habe ich gelesen, verschlungen, durch Zufall hat mir das jemand gegeben, Lena Christ, und dann habe ich gedacht, das muss doch unbedingt gedreht werden, dass das noch keiner gemacht hat, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich rumtelefoniert und mein damaliger Schwiegervater in Spee, gewesener Franz Geiger, leider verstorben, mit dessen Sohn ich liiert war viele Jahre, da habe ich gesagt, du Franz, hast du was davon gehört? Weißt du, wer das macht? Oder das muss doch gedreht werden. Und so. Und er sagte, ja, das weiß ich, wer das macht, das bereitet gerade der Rainer Wolfert vor. Und daraufhin bin ich sofort, zwei Tage später nach meiner Entlassung, habe ich mich ins Auto gesetzt, wusste, wo der wohnt, in Waldrudering, habe geklingelt und gesagt, Rainer, hast du 5 Minuten für mich? Ja, und das waren aber keine 5 Minuten. Nein, das war eine Stunde da, die ich bei ihm war, weil erst einmal war es natürlich wunderbar, dass er mich empfangen hat, dass er nicht gesagt hat, der hat keine Zeit. Und dann habe ich ihm irgendwie erzählt davon, von dieser Rolle, und ich habe gesagt, weißt du was, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe das Gefühl, das muss ich spielen. Aber er hatte schon jemanden? Er hatte schon, er war schon, also er war, es war so, er war mitten in Besetzungsgesprächen für den ganzen Film, hat er mir später dann mal erzählt. Und das Lustige war ja, dass das Erste, was er mir zu mir gesagt hat, als er die Tür aufgemacht hat, war, wie ich gesagt habe, Rainer, ich bitte, ich muss mit dir hin und ich muss die Rumpelhanni spielen, hat er gesagt, du, das weiß ich noch. Und das, er war überhaupt auf einer ganz anderen Richtung. Und dann hat er mich empfangen, wir haben eine Stunde lang geredet und ich habe gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, ich glaube, dass das eine Rolle ist, die würde ich gerne spielen. Dann habe ich aber auch nichts gehört und habe mir gedacht, naja, klar. Und dann ruft er mich an und hat gesagt, also pass auf, wir haben uns entschlossen und das besprochen, du spielst die Rolle. Ich habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, war ich ein bisschen neidisch. Wirklich? Ja, auf Ihre Kindheit. Sie hatten nicht viel Geld, aber Sie waren sehr reich an Emotionen und ich habe da einen Satz zusammengefasst. Sie roch nach lauwarmem Schnitzel, war voller Glück mit Papas Taschentüchern und brauchte 2 Watschen. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst. Ganz kurz. Punkt aus, ja. Ihre Kindheit war glücklich. Ja, das muss ich schon sagen. Obwohl, wie Sie gesagt haben, es ist so, wir hatten immer einen Schlüssel umhängen, weil meine Mama hat gearbeitet, mein Papa hat Schicht gearbeitet bei der Post, aber dadurch war er oft 2 Tage da. Und wir hatten aber trotzdem so viel unternommen und wir Kinder hatten eine Freiheit. Heutzutage denke ich mir manchmal, dass die Kinder eigentlich ganz arm dran sind, weil wir hatten zwar nur zwischen den Postlerblöcken die Wiesen und die Stangen zum Wäschaufhängen, aber wir haben das bespannt mit Tüchern, mit Betttüchern, wir haben Zirkus draus gebaut, wir haben alle möglichen Sachen damit angefangen und waren eigentlich immer draußen. Also bei uns war Schule, dann Hausaufgabe, klar, dann musste ich mal weggearbeitet werden und dann waren wir draußen. Und zwar bis es dunkel wurde. Und das ist eine Art von Freiheit, die ich, wenn ich so in der heutigen Zeit, ich habe ja auch Freunde und so, das geht alles so gar nicht mehr. Und das war schon sehr toll. Und wir waren halt, dadurch, dass wir so selbstständig waren, weil wir von klein auf ja damit zurechtkommen mussten, war das schon eine gewisse Art von Freiheit auch. Und gleichzeitig waren eben dann die Sonntage, wie man mit der Familie, mit dem Auto nach Percha mit der ganzen Verwandtschaft zum Baden gegangen sind, immer im Sommer. Und da hat meine Mama dann in der Früh immer die
die Schnitzel gemacht und die waren dann noch so lauwarm und dann der Kartoffel-Gurkensalat dazu. Und da, wenn du dann da am Starnberger See Mittag dann da sitzt, wenn du schon 3 oder 4 Mal im Wasser warst und dieser Geruch von diesem Wasser auch, was ja auch so in diesem, war ist ein bisschen morastig gewesen, dieser Wassergeruch nach Schilf und Wasser, nach Sonnencreme und nach den lauwarmen Schnitzeln. Das ist so, das war so was Besonderes. Und, das, und wenn ich heutzutage irgendwie Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat im Mist, sofort ist der Starnberger See da. Und, Sie durften tatsächlich schalten und walten, wie Sie wollten? Ab einem gewissen Alter? Ja, wir haben eigentlich immer, also das war ja das Tolle, dass immer meine, meine Eltern sehr großzügig waren und uns eigentlich behandelt haben, nicht wie, wie Kinder oder so, die man immer so hinterher dackeln muss. Wir waren eigentlich selbstständig. Und wenn wir unterwegs waren, dann hat es geheißen, da und da seid ihr daheim. Oder auch später im PN und Big Apple, wo man 16 war, durfte man bis um 10 da bleiben, dann einen Ausweis abgeben, abholen, da war ich um 11 daheim. Das war ganz normal. Und dadurch, dass wir so viel Freiheit hatten, die wir auch nie ausgenutzt haben, ging das auch ganz gut. Also dadurch hatte ich nie das Gefühl, also auch mein Bruder, meine Schwester nicht, dass wir irgendwie was nicht durften. Also das war ganz selten. So ist es auch nicht erstaunlich, dass Ihre Eltern, viele Eltern schlagen ja die Hände über den Kopf zusammen, wenn das Kind kommt und sagt, ich würde gerne Schauspieler werden. Genau. Oh Gott, brotlose Kunst. Aber Ihre Eltern haben das durchaus positiv aufgenommen. Die haben das, weil sie immer gewusst haben, dass ich als Kind schon gespielt habe, und dass ich mich verkleidet habe und dass ich im Krippenspiel war und so weiter. Und die haben halt auch gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und meine Eltern haben immer gesagt, du, wenn du das willst, und ich hatte ja einen Beruf, haben sie ja gesehen, dann Semperit, ich habe damals 500 Mark verdient, was wahnsinnig viel Geld war, und war dann erst 17 bis 18. Und durfte. Man muss dazu sagen, sie mussten sich das Geld selber. Ja, das, war so, ich war ja vollkommen naiv, was ich Mama halt auch noch bin. Und damals war es ja so, dass man erst A, mit 18 auf die Schule konnte, B, kostete die damals 150 DM im Monat. Also städtische Schule. Und also zwei Sachen haben nicht gestimmt. Ich war fertig mit der Realschule, hatte kein Geld. Und was jetzt machen das eine Jahr? Und da bin ich eben in die Firma Semperit, da hat meine Mama schon gearbeitet als Buchhalterin. Und das Tolle war halt, ich saß neben ihr. Und das war natürlich total praktisch, weil damals hat man noch Steno, Schreibmaschine und solche Sachen gelernt und gemacht. Und wenn ich dann einen Brief beim Prokuristen drin stenografiert hatte und konnte manches nicht mehr lesen, habe ich gesagt, Mama, was heißt denn das? Was kann denn das heißen? Und so weiter. Das war sehr praktisch. Und ich habe sehr viel gelernt da, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wollte eigentlich gar nicht mehr weg, weil 500 Mark damals war wirklich viel Geld für das erste Jahr. Habe natürlich das gespart, weil ich ja daheim noch gewohnt habe, und wäre da sicher hängen geblieben, wenn nicht meine Eltern und auch mein Lehrer, der Hubert Nowak, der auch in meinem Buch vorkommt, gesagt haben, komm jetzt Monika, jetzt müssen wir mal was machen für deine Aufnahmeprüfung, jetzt probier's halt wenigstens. So, und welche Monika steht jetzt da vor der Schauspielschule? Was hat die für einen Charakter, wo ist die gerade? Also pass auf, eigentlich war ich ein bisschen, habe mir gedacht, okay, dann mache ich heute jetzt die Schauspielschule, so ungefähr. Dann habe ich überlegt, was mache ich, dann habe ich mit dem Herrn Nowak, haben wir das Gretchen einstudiert, Maria Stuart. Ich möchte nicht wissen, wie das war. Also ich war damals total bayerisch, wie das war. Und dann hatte ich halt den Vorteil, dass ich, man durfte sich selber was schreiben, habe ich selber eine Szene geschrieben, wo ich 5 Personen abwechselnd gespielt habe. Und Biergarten, altes Ehepaar, so in meinem Alter jetzt, junges Pärchen und Bedienung. Und die Rollen habe ich abwechselnd gespielt, wie sich die dann streiten und am Schluss zahlen die Jungen für die Alten und es gibt da so eine Geschichte. Und das war eigentlich mein i-Tüpfelchen, weil wenn ich Disney gehabt hätte, wäre ich da vollkommen durchgefallen. Weil so war das so, ich war so unbedarft. Wissen Sie, es war mir eigentlich so wurscht. Ich wusste nicht, dass 180, glaube ich, sich beworben haben. Ich wusste auch nicht, dass nur 11 genommen werden. Das ist natürlich auch ein Segen. Sowas das wusste ich alles nicht und ich weiß noch wie heute. Damals war die Falkenberg-Schule noch, wo jetzt die Kammerspiele ihre Probebühnen haben und oben Werk, also gegenüber vom Werkraum. Und da weiß ich noch, wie heute ist es so knarzende Holzböden waren das überall. Und man ging da rein, hat sich angemeldet. Also ich hatte mich schriftlich angemeldet, hatte einen Termin. Und dann waren da überall diese jungen Menschen und es war ganz still. Und ich habe mich da
Und so weiter. Und dann setz dich hin. Und dann habe ich da die so angeschaut, wie die so sitzen. Und habe mir gedacht, da setze ich mir jetzt nicht hin, weil das ist ja furchtbar. Weil die waren alle so ganz angestrengt und so, weißt du, so, ach, und haben so vor sich hin und den Zettel und haben immer so gedacht und so geredet. Und so. Dann habe ich gedacht, puh, das macht mir ganz wahnsinnig, das will ich jetzt gar nicht. Dann habe ich gesagt, kann ich auch rausgehen wieder? Und dann habe ich draußen vor der Tür gewartet. Und ich habe mir gedacht, ja, das mache ich jetzt, ist ja wurscht. Und dann weiß ich noch, damals Jürgen Flimm war damals Regieassistent bei Everding. Jürgen Flimm, der später ja mein Lehrer und dann auch Intendant war in Köln und in Hamburg und dann hier Salzburger Festspiele und so weiter. Der Jürgen hat dann mich geholt mit so einem roten Schal, weiß ich noch, und hat gesagt, ich soll jetzt reinkommen zum Vorsprechen. Das habe ich dann gemacht. Und dann hatte ich so ein rotes Kleid an, so ganz hochtopierte Haare, wie das halt damals Mode war, klar. Und dann bin ich da auf diese Bühne und dann habe ich angefangen, meine Sachen zu machen und ich hatte so hohe Stöckelschmerzen. Furchtbar, ich möchte nicht wissen, wie das war. Und dann habe ich gesagt, also ich habe gemerkt, dass das mit den Schuhen gar nicht geht und habe dann zu den ganzen Lehrern, die da saßen, gesagt, Entschuldigung, ich darf ich nochmal anfangen, ich muss mir die Schuhe ausziehen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich angefangen wieder. Und es dauerte keine 20 Sekunden, habe ich gesagt, Entschuldigung, jetzt muss ich aufhören, ich habe mir gerade einen Schiefer eingezogen. Ich hatte so Seidenstrümpfe an und das war Holzbühne und ich habe mir einen Schiefer eingezogen. Worauf die natürlich total gelacht haben, erst einmal so. Dann habe ich erst mal meine Strümpfe ausgezogen, meinen Schiefer rausgezogen, habe wieder angefangen und dann habe ich, glaube ich, aber dieses Fünf-Personen-Stück ziemlich gut rübergebracht. Weil das ich, war richtig bayerisch. Das war richtig bayerisch, weil ich am der Reaktion von denen gemerkt habe, das kam gut an. Also es war richtig Lacher gelöst und Also ich war halt wie so ein Kasperl. Das kam dann leider wie ein Bumerang zurück. Das kam wie ein Bumerang zurück. Man lernt im Nachhinein ja immer ganz viel bei solchen Dingen, aber das war so meine Unbedarftheit und meine Naivität, weil sonst wäre ich da gar nicht hingegangen, ehrlich gesagt. Der Bumerang war der Intendant der Kammerspiele, August Everding. Ja, es war ja so, dass ich dann aufgenommen wurde und dann wird jeder Schüler, jeder neue Aufgenommene wird dann sozusagen der Schule vorgestellt und zwar der gesamten Schule. Das heißt, spielt was vor und das heißt also allen Lehrern, allen anderen Klassen, die da sind und Lehrern und Herrn Everding. Und ich bin da genauso unbeleckt und unbedarft auch wieder hin. Habe dann natürlich diese Lachnummer vorgespielt. Das war auch wieder ein super Erfolg. Ich habe mich super gefühlt, bin wieder auf meinem Platz. Die anderen haben auch ihre Sachen vorgesprochen und vorgespielt. Und dann kam der Herr Everding und hat gemeint, ob ich denn was anderes auch noch hätte. Und ob ich denn denke, dass das das Richtige ist, sowas auf so einer Falkenberg-Schule, die eine der wichtigste Schule ist und so weiter. Und dann hat er mich gefragt, naja, Sie haben ja noch was haben Sie noch vorgesprochen, was, Goethe, Schiller oder was, Maria Stuart, was ist Goethe, Schiller? Und ich habe so kurz Luft geholt, weil ich natürlich als Einzige rausgepickt war. Und dann hat er gemeint, und Cocteau, was ist mit Cocteau, lebt er noch oder was ist? Und dann jetzt setzen Sie sich. Und dann hat er eine halbe Stunde über die Dummheit der Schauspieler geredet und über alles. Und dann haben wir gedacht, so, das war's, jetzt gehe ich wieder. Weil dann, ich war so blamiert vor der gesamten Schule, vor allen. Und ich wäre auch wieder gegangen, wenn ich zu der damaligen Zeit Rudolf Waldemar Brehm, der mit mir in der Klasse aufgenommen wurde, der damals schon Fassbinder Schauspieler war und alles, wenn der Rudi nicht zu mir gesagt hat, nein, du gehst jetzt da nicht. Ich bin mit dem jeden Tag von Moosach in die Schauspielschule gefahren, weil der hat auch in Moosach gewohnt, der ist eine Station später eingestiegen in die Trambahn wie ich und der hat mich bearbeitet und hat gesagt, das machst du nicht, du gehst nicht weg, das macht der jedes Jahr mit irgendjemand, jetzt bist du so, du bleib jetzt da. Aber Sie sind geblieben, ne? Ich bin geblieben, ja. Und Sie sind auch das jedes Jahr herausgesuchte Opfer geblieben. Genau, ja, aber das wusste ich dann nicht mehr. Also es war so, ich bin dann geblieben, ich durfte auch 3 Jahre machen, aber ich habe im Nachhinein erfahren, dass es jedes Jahr ein Gespräch gab zwischen den Lehrern, ob es wirklich sinnvoll ist, mich zu behalten. Gerade diese Naivität, die sie hatten und diese Formbarkeit, das war doch was ganz Tolles. Ja, es war auch so ungewöhnlich, weil die anderen waren natürlich, die anderen hatten alle... Ja, schon eine riesen Hybris, oder? Ja, nein, und die hatten eine andere Schulausbildung, hatten Abitur, kamen teilweise aus besseren
Familien und ich war so ein bisschen so Underdog, der irgendwie da so umeinander tut und sich furchtbar witzig findet und eigentlich muss man ihm sagen, so jetzt mal Schnauze. Ja, das war halt ein bisschen so. Aber es war toll, ich habe wirklich dem Rudolf das zu verdanken, das habe ich auch immer wieder gesagt, weil ohne ihn wäre ich da nicht geblieben und sollte jedes Jahr wieder rausgeschmissen werden und hatte halt das Glück, dass Walter Schmiedinger, den es leider ja nicht mehr gibt, der war einer meiner wichtigsten Lehrer und das war so eine tolle Zeit mit ihm und auch der Jürgen Flimm war Lehrer und ich hatte dann doch ein paar, die Dieter Munk, die Fürsprecher waren für mich und es gab auch welche, die haben mich komplett abgelehnt, weil die haben gesagt, mit der brauche ich dann das nicht, nee. Aber es gab welche, die haben gedacht, naja, vielleicht kann man doch ein bisschen was machen aus der Baumgarten. Also so schlecht haben sie es nicht gemacht, weil als sie fertig waren, wollten sie vier Theater haben. Ja, das war eben das Interessante. Ja. Und dadurch, dass der Jürgen Flimm mich mitgenommen hat, weil er gesagt hat, er geht nach Mannheim als Theaterleiter, damals die größte, genau, war ich natürlich, das war ja super, weil ich hatte, der Jürgen hat gesagt, du gehst mit mir, du kommst nach Mannheim. Und dadurch war mein Vorsprechen natürlich noch lockerer. Und ich hätte nach Oldenburg, nach Heidelberg, ich habe ein paar Angebote gehabt und habe gesagt, bin schon in Mannheim. Dann wollten Sie eigentlich nach München zurück, dann rief Hamburg. Also Hamburg ist für mich eine Weltstadt, immer noch, war damals auch schon. Und für mich ist Hamburg einfach allein wie die Anordnung der Stadt mit dem Wasser, mit der Innen- und Außenalster. Das ist, hat eine Großzügigkeit mit diesen weißen Gebäuden. Also ich war immer fasziniert von Hamburg. Und das war ja auch so blöd, weil ich wollte eigentlich nicht dahin und habe mit fünf anderen vorgesprochen für diese Rolle. Und weil ich wieder nicht hin wollte, hat er mich genommen, der Gobert damals. Weil ich eigentlich, wahrscheinlich war ich heute auch einfach relativ locker. Und weil ich nicht... Und dann bin ich eben nach Hamburg und das Tolle war, bei Gobert und Ingrid André, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Und, aber die Hamburger sind sehr distanziert, super nett, es war alles toll am Theater. Du hast da auch danach gesessen in der Kantine und noch so, aber du hast da nicht Leute so Kontakt gefunden. Das war ganz wenig. Und dadurch war das natürlich schon oft, wenn ich nicht geprobt habe, ich habe natürlich ganz viel angeschaut, war überall und habe Bootsfahrten gemacht, war in Museen und es war ganz toll alles. Aber es war so, dass ich doch eigentlich sehr allein war. Und ich hatte dann so Heimweh bekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt, ich mag jetzt wieder heim. Ich hätte dann noch bleiben können und habe dann gekündigt. Ich habe gesagt, bitte lass mich wieder heim. Ich werde schon was finden. Ich mag jetzt heim zu meiner Familie. Ich mag wieder Skifahren. Ich mag zu unserem Dackel. Und es war mir wichtig, dass ich wieder heimkomme. Ich will nicht das eine gegen das andere abwägen, weil ich glaube, das kann man nicht. Mag man lieber Theaterschauspielern oder lieber Film? Aber ist Film das Angenehmere? Weil wenn was nicht klappt, kann man es nochmal machen. Ja. Beim Theater, was draußen ist, ist draußen. Angenehmer ist jetzt schwierig. Ich würde sagen, es sind zwei Paar Schuhe. ich gehe einmal so und einmal so. Nein, es ist so, das Tolle ist beim Drehen, dass du es immer wiederholen kannst, genau wie Sie sagen. Und wenn man nicht zufrieden ist und auch der Regisseur, dann kannst du sagen, nochmal, nochmal, nochmal und dann passt's. Dann kannst du es dir anschauen, dann ist es fertig. Beim Theater ist es so, dass du die Entwicklung ja, wie eben beschrieben hast, und du hast den direkten Kontakt zum Publikum. Und das ist schon einmal was anderes. Ich meine, jetzt gerade in diesen Zeiten merkt man ja, wie das ist, wenn man kein Publikum hat, wenn das Publikum niemand hat, der vorne irgendwo steht und was macht. Das ist Wechselwirkung. Und es ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn du spielst und du schaffst es, dass 900 Menschen da sitzen, die entweder die Taschentücher zücken und du merkst, es wird überall geschneuzt wird oder so. Oder bei Lilium zum Beispiel mit dem Hansi Brenner, eines meiner tollsten Stücke auch am Volkstheater, wo die Frau zu mir herkommt nach der Premiere und sagt, sie haben mir das Herz gebrochen. Ich weiß nicht, wie ich das wieder zusammenflicken soll. Das ist, also ich meine, das sind so Sachen, die erlebt man natürlich nur im direkten Kontakt. Und die erlebst du nicht, wenn du irgendwo bei den Leuten im Wohnzimmer bist. Da wird Chips gegessen, und so weiter. Das ist ganz was anderes. Und beide Sachen, es ist für mich immer so, beide Sachen zu machen, ist das, für mich das Perfekte, das Ideale, dass ich da das hab, die Zuschauer und auch diesen, ja, dieses, wie es so schön beide schon hast, das Feedback, gell? Ja, das zurück, Feedback. Und da ist es, das ist auch zum Beispiel jetzt bei meinen Lesungen so, ich habe letztes Jahr 12 Lesungen gehabt an Weihnachten, was auch nicht gerade unanstrengend ist für Heilige Nacht und andere Sachen mit den Welts.
Und dann denke ich mir immer, mei, warum tue ich mir das an? Das ganze Jahr war schon so viel und jetzt nochmal. Und du musst dann, ich bin über 2.500 Kilometer gefahren zu den einzelnen Orten da im Bayerischen Wald und so. Und dann ist aber so, wenn man dann da ist und du bist in der Halle und da warten 900 Leute auf dich und auf uns. Die kommen wegen uns, um uns anzuhören. Das in der heutigen Zeit, das finde ich immer wieder so faszinierend. Wir machen das seit 10 Jahren und seit 10 Jahren haben wir ausverkaufte Häuser. Oder letztes Jahr haben wir eine Doppelvorstellung gehabt in der Allerheiligen Hofkirche. Das ist einfach dann nochmal so ganz was anderes. Das kann man gar nicht beschreiben und das hat was damit zu tun, dass man einfach, man braucht es und man braucht auch das Gefühl, dass die Leute das auch brauchen und dass sie da hingehen und dass sie das auch annehmen. Und das ist ein wunderbares Gefühl, das möchte ich nicht missen. Welches Kapitel fehlt noch in dem Buch? Oder welches Kapitel würde es in Zukunft dann noch geben, vielleicht? Ich habe ja auch zusammen mit der Shirley, mit der Frau Säul, mit der ich das Buch hier gemacht habe, vor Corona haben wir uns ja 3 Mal in der Woche getroffen, wochenlang, das war super. Und wir haben halt dann auch immer ausgesucht, was wir glauben, was wichtig ist. Mhm. Also es war ja das Tolle, dass die Shirley alles gleich mitgeschrieben hat und wir haben das immer so, und dann das und das und dann ist man erstmal dabei und sucht aus und sagt sich, ist es das wichtig oder ist das nicht wichtig oder schmeißen wir das wieder raus? Und wenn ich da so überlege, was ich an meinen Notizen oder so, oder was da alles noch ist, ich könnte noch ein zweites Buch schreiben an Sachen. Also dann kommt das Buch hinter mir. Nein, aber ich habe ja auch das erste Mal in meinem Leben überhaupt mich mit dem Thema ein Buchschreiben befasst. Ja. Dank der wunderbaren Damen hier vom Drömer-Gnauer Verlag, die irgendwann zu mir gesagt haben, ob ich nichts zu berichten hätte. Oder dann habe ich erst mal gemeint, nein, eigentlich finde ich nicht so wichtig. Aber dann haben wir uns doch da zusammengerauft und das gemacht und ich bin auch sehr dankbar und freue mich natürlich, dass es das jetzt auch alles gibt. Tolle Erfahrung für mich, auch Herausforderung. Und, aber jetzt habe ich doch schon wieder, nachdem ich mit mehreren Leuten, die das auch schon angeschaut haben und gelesen haben und haben gesagt, ja, aber das war doch damals, weil die mich halt kennen und das hast du doch gar nicht reingeschrieben und sage, ja, aber ich habe ja nur so und so viele Seiten zur Verfügung und jetzt habe ich erst mal das gemacht, aber ein paar Geschichten hätte ich schon noch auf Lager. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke.